Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Genau, ich bin die Torfina und in diesem Video, muss ich die Kamera erstmal ein bisschen justieren. So, genau, dies ist ein Vlog, wie man im Thumbnail schon gesehen hat. Neuer Monat, neues Glück. Ich mache einen neuen Glückskeks auf gleich und ja. Genau, dieser Vlog wird zuerst kommen und ein bisschen später, so um 18 Uhr sowas, wir haben heute Sonntag, den 1. Oktober, wird ein Unboxing kommen. Das wollte ich eigentlich gestern hochladen, aber irgendwie habe ich es gestern nicht geschafft. Die letzte vergangene Woche hat mich so geschlaucht irgendwie mit Arbeit und ich habe mich so viel aufregen müssen, weil, wie viele ja wissen vielleicht, ich bin Reinigungskraft und ja... Dann kommt man zur Arbeit, denkt nichts Schlimmes, denkt sich so, ja, du machst das so, wie halt so meine Routine ist mittlerweile. Ja, Pustekuchen, wie man so schön sagt. War ja wohl nix. Ja, dienstags sah es wie folgt aus. Dienstag war eigentlich am stressigsten, weil ich wollte eigentlich nur den Flur fegen und wischen. Mehr muss ich da nicht machen. Oder halt vielleicht ab und zu mal mit dem Staubwedel langs gehen halt. Aber mehr muss ich da halt nicht so großartig machen. Da sollte ich mich wirklich nur darauf konzentrieren, den Boden einmal kurz durch abzufegen, das Treppenhaus und nass wischen einmal. Das mit dem Fegen bzw. mit dem Nasswischen ging letzte Woche nicht so gut, weil da immer noch im vierten Obergeschoss die Handwerker zugange sind. Ich meine, okay, die Männer müssen auch ihre Arbeit tätigen und nachgehen. Nur es ist dann halt für mich sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr anstrengend, wenn dann immer, die sind von oben bis unten, die haben normalerweise schwarz oder graue, dunkelgraue Arbeitsklamotten an, Arbeitsschuhe, alles. Aber von dem schwarz oder grauen siehst du nichts. Du siehst einfach nur schneeweiße Männer aus einer Wohnung rauskommen. Mit Vollmaske. Ich habe schon gedacht, Darth Vader wird mir entgegenlaufen. Der Imperator höchstpersönlich quasi hat nur noch dieses Luke, ich bin dein Vater. Das hat nur noch gefehlt. Und ich stehe da so mit meinem Mob, guck die so an. Die gucken mich so irritiert an durch diese komische Staubmaske oder Vollmaske, was die da anhatten. Und dann schauen die mich da so an. Mit ihrer Maske da, vorne mit so einem Filter dran. Und ich habe schon gedacht, bin ich hier in Tschernobyl oder was ist hier los? Wirklich, die sahen fast so aus, so ähnlich wie die vorne mit so einem Filter dran, so runde Kucklöcher drin. Und ich denke mir so, ja. Und ich als Putzfrau habe keine Maske. Sehr gut. Meine Lunge wird es mir danken, ja. Ich weiß ja nicht, was die da auseinanderreißen. Wahrscheinlich irgendwas im Badezimmer. Dementsprechend sieht der Boden auch aus. Überall so eine weiße, komische Kalkschicht. Und ich wusste nicht, bis letzte Woche Dienstag, dass man Kalkstaub so schwer wegbekommt. Ich fege erst den groben Schmutz runter, dann gehe ich wieder ein bisschen zurück, dann will ich nass wischen und dann später gehe ich nochmal kurz hoch und sehe, wenn es wieder trocken wird, hast du da so weiße Schlieren überall. Ich denke mir so, ja, das kannst du ja nicht so lassen. Da musst du ja nochmal drüber wischen. Ich wische dann nochmal drüber, gucke dann später nochmal hoch. Wenn ich eine Etage tiefer bin, halt, gehe ich dann nochmal hoch mit der Treppe oder Fahrstuhl, bevor ich dann kurz hoch gucke. Ja, immer noch so weiße Schlieren. Ich so, musst du noch ein drittes Mal drüber putzen. Dann war das so, ja, man sah immer noch die weißen Schlieren, aber da habe ich mir gedacht, ja, jetzt habe ich dreimal drüber geputzt, jetzt muss aber auch mal gut sein. Und genau. Deswegen bin ich gespannt, wie das jetzt wird. Ich meine, nächste Woche Dienstag muss ich nicht arbeiten, weil da dieser Feiertag ist. Genau. Ich muss Mittwoch auf jeden Fall arbeiten und statt Dienstag dann halt Donnerstag hat er verschoben dann. Okay, denke ich mir so. Und genau. Ja, das war so die Sache, die mich aufgeregt hat. Und ja. Aber ich habe immer so ganz cool dann so getrunken zwischendurch, weil immer wenn ich dann einen Stockwerk tiefer bin, dann trinke ich da mal eine Flasche. Ich habe da so eine Routine schon drin, ne? Dann mache ich auch ganz kurz ein bisschen Päuschen, trinke einen Schluck, überlege so ein paar Sachen. Und genau. Am schlimmsten ist es wirklich im vierten und dann halt im dritten Obergeschoss. Und dann im zweiten und im ersten
ist es weniger und ganz unten ist halt nur, wo die halt immer rausgehen. Das Lustige ist, der ganze Treppenhaus ist irgendwie oben ganz doll und dann wird das nach und nach immer ein bisschen weniger. Man sieht es aber halt, dass da irgendjemand mit Kalkschuhen durchgelaufen ist oder mit irgendwelchen Arbeitsschuhen. Das ganze Treppenhaus sieht ausgestrichen aus wie sonst was, aber der Fahrstuhl, innen drin der Fahrstuhl, der ist sauber. Wie machen die Arbeiter das, dass der ganze, da sind die von oben immer die Treppen runtergelaufen? Ich finde das schon irgendwie sehr mysteriös. Es ist schon sehr faszinierend. Und selbst die Treppe, die auf dem Dach führt, die ist auch dreckig. Was haben die denn auf dem Dach gemacht, wenn die nur ein Badezimmer neu sanieren? Das erschließt sich mir nicht so ganz. Aber okay. Ja, das hat mich halt so ein bisschen geärgert. Ja, eigentlich sollte man sich nicht ärgern als Putzfrau, weil es mittlerweile ist mir das ja egal, wenn ich wische und einer läuft da durch. Gut, wenn er zu seiner Wohnung will, er kann ja nicht fliegen, ne? Man kann ja nicht in die Wohnung reinfliegen. Aber so die Arbeiter, die haben mich schon irgendwie gestört, muss ich ehrlich sagen. Dass man mir dann nicht unten an den Plan, wo ich mich immer eintrage, dann einen Zettel hinschreibt, liebe Putzfrau oder liebe Reinigungskraft, heute brauchen Sie nicht putzen, da handwerkliche Arbeiten sind. Es wird eh immer wieder alles dreckig, kommen Sie in 2 Wochen oder was weiß ich. Und dann mache ich wieder einmal komplett sauber und dann wieder jede Woche. Na, aber okay. Vielleicht denke ich da auch ein bisschen zu einfach, keine Ahnung. Glückskeks. Wollen wir mal anfangen mit dem Glückskeks? Jetzt sind da eh nur noch 3 drin. Ich nehme von oben. Jetzt haben wir hier noch 2 drin. Ne? Hier sind jetzt noch 2 Stück drin. Die fallen dir hier schon entgegen. Die 2 werde ich dann Anfang November machen. Dann mache ich einmal für November und einmal für Dezember, weil bis November sind die haltbar. Bis. Steht das denn hier drauf? Hier. 22. November 2023. Genau. Ich hoffe, man kann das lesen. Da auf dem weißen Strich steht das drauf. Genau. Hier ist mein Glückskeks. Der Glückskeks für Oktober. Da steht da drin, Michael Myers findet dich oder so. Ach ja, ich habe mittlerweile angefangen, danke an meine Freunde, an einen besonders guten Freund, besonders an ne, Onkel Retro. Sorry, dass ich den schon wieder erwähnen muss hier. Erst steckt er mich an mit den Masters, dann steckt man mich an mit Horrorfilme gucken. Was ist das nächste? Womit steckt man mich als nächstes an? Dann sammle ich nachher auch noch den Amiga und das andere Zeug da. Aber okay, machen wir mal den Glückskeks mal eben auf, zwischendurch. Er ist ganz, wie man sieht, das ist schön. So sieht das ein bisschen aus wie ein Halbmond, der lacht. Ey, das ist Pac-Man. Waka, 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 waka. Kann ich hier ein paar Punkte hinmachen? Das wäre witzig. Hier, guck mal, hier, Pac-Man. Waka, 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 waka. Er hört sich ja immer so an, ne? Bup, 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 bup. Habt ihr Pac-Man damals gespielt? Ich, ja. So. Den Keks esse ich später. Wo lege ich den hin? Wohin? Genau. So. Ich mache da nachher ein Foto von diesem Zettel, weil jetzt so in die Kamera halten, sieht man eh nichts. Und dann werde ich den hier über meine Hand einmal einfügen, das Bild. Genau. Ich lese euch das aber gerne mal vor. Für die Welt bist du irgendwer, aber für irgendwen bist du die ganze Welt. Oh, das ist aber ein schönes Zitat oder schöne chinesische Weisheit. Weisheit, meine Güte. Für die Welt bist du irgendwer. Ne, für die Erdkugel bist du einfach nur ein Mensch oder ein Grashalm von vielen, aber für irgendeinen Menschen bin ich die ganze Welt. Welcher Mensch das wohl sein mag? Okay. genau. Ich muss gerade schon wieder an jemanden denken, aber okay. Ja, wenn ich das jetzt so reinhalte, man kann es ja eh nicht lesen, ne? Deswegen, ich zeige euch das hier oben. Ne? Genau. Und ja, Horrorfilme. 10 Minuten haben wir ja, 15 Minuten kann ich das noch strecken. Strecken vor allem, du ziehst die Videos voll in die Länge, Torfina, wie kannst du es wagen? Ja, ich habe angefangen mit Horrorfilmen zu gucken. Ich habe mich jahrelang dagegen gewehrt und immer so, ah, ich weiß nicht. Ne?
Weil jeder Mensch reagiert ja auf Horrorfilme auch anders. Ne? Ich meine, mir ist bewusst, dass das nur Schauspieler sind, dass das nur Kunstblut ist, was da ist. Ne? Aber man weiß ja nie, jede Psyche ist anders, jeder Mensch ist anders, jeder reagiert anders darauf. Ne? Und deswegen fange ich lieber mit den vorsichtigen und langsamen und leichten Sachen, mit der leichten Kost an, wenn man so möchte. Und ich habe halt geguckt auf YouTube, also hier auf YouTube, habe ich mal geguckt, was es da so an Horrorfilmen gibt, in Deutsch wohlbemerkt, weil mein Englisch ist nicht so gut, dass ich die in Englisch gucken könnte. Und ja, da habe ich tatsächlich schon drei Horrorfilme geguckt, komplett. Und ich glaube, ich mache im Anschluss noch ein kurzes Video, wo ich über Horrorfilme nur rede, was ich davon halte und was ich gut finde. Was zum Henker? Dass es das aus meinem Mund kommt. Horrorfilme sind geil. Was zum Henker? Was macht ihr? Mamma mia, warum tut ihr mir das an? Wer hat das getan? Ach ja. Also ich habe ich habe mir auch wie heißt es, Wortfindungsstörungen schon wieder, eine Playlist angesiedelt, die müsste öffentlich sein. Wenn ihr unter Playlists auf meinem Kanal unter Playlists guckt, habe ich da so eine Horrorfilm-Playlist gemacht. Da tue ich immer wieder mal die Filme rein, die ich komplett geguckt habe. Also da sind auf jeden Fall zwei Michael Myers-Filme und ein Scream-Film drin, die habe ich mir angeguckt. Und genau, aber mehr drauf eingehen tue ich gleich im anderen Video, in einem anderen Horrorfilm-mäßigen Video. Ich kann nicht mehr reden. Und ja, ich habe ein bisschen geredet und ich habe den Glückskeks aufgemacht. Ich habe ein paar Infos rausgehauen. Wie gesagt, das Unboxing kommt gleich noch. Gleich. Heute Abend um 18 Uhr auf jeden Fall. Es wird auch noch ein World of Warcraft, also in der Regel gibt es heute vier Videos. Genau. Genau, gibt es vier Videos. Einmal Unbox, also erstmal das, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt, diesen Vlog. Danach kommt das Unboxing, das habe ich nämlich schon fertig, das brauche ich nur hochladen. Das Let's Play würde so gegen 15, 16 Uhr kommen, habe ich mir vorgestellt. Weil das muss ich erstmal bearbeiten, ne? Näher ranzoomen, damit man das Bild auch gut sieht und alles. Und ein bisschen mit der Helligkeit spielen, ein bisschen einstellen, damit man das auch alles gut sieht. Und danach, dann vielleicht nach 18 Uhr, so um 20 oder 21 Uhr, würde ich dann eventuell dann dieses Horrorvideo, was ich jetzt im Anschluss mache, hochladen. Genau. Dann fackel ich nicht lange. Und sage mal, habt noch einen schönen Sonntag, morgen einen schönen Start in die Woche und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Eure Tofina.